Der selbsternannte Pionier im E-Rollstuhlfahren Harry Großmeier wagt noch nie Dagewesenes und fährt mit dem Rollstuhl von Wien nach Bregenz. We're talking about practice. Ja, habe ich mich intensiv damit auseinandergesetzt. Also Sie haben eigentlich immer schon davon geträumt, ein Jahr lang, haben wir jetzt gerade gehört, war die Vorbereitung sozusagen. Das Ganze hat ja auch ein Ziel, nämlich neue Maßstäbe zu setzen und andere zu motivieren. Welche Maßstäbe sind das? Hierbei geht es eben nicht nur um Personen, die im Rollstuhl sitzen oder irgendeine Beeinträchtigung haben, sondern Harry hat immer gesagt, er will eigentlich alle ansprechen, alle Personen, egal wie viele das er erreicht. Und viele Leute lassen sich durch gewisse Hindernisse einfach bleiben unmotiviert, sagen, nein, das geht nicht, das kann ich nicht. Und somit hat Harry gesagt, nein, ich stelle mein Team zusammen und alles, was ich mir vorstelle, es geht. Auch wenn es 800 Kilometer quer durch Österreich sind, auch mehr als wir 2000 Höhenmeter sehen, das ist egal. Irgendwie schafft man das.